Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dela Kochstudio. Ja, es ist wieder Dienstag, das bedeutet, der Jonas muss heute lange arbeiten. Und deswegen ist Dela heute mal wieder der Küchenbulle. Und wir haben Mitte, Ende April jetzt. Und es ist Spargelzeit. Ich hasse eigentlich Spargel. Aber ich habe letztens gelernt, dass grüner Spargel sehr viel weniger eklig ist als normaler weißer Spargel. Und deswegen machen wir heute Spargeldinge. Was ihr braucht, ist das folgende. Ihr braucht einmal eine Packung langen, dünnen, grünen Spargel. Möglichst jung, noch möglichst dünn und am besten so die oberen, ja, 15 cm, sag ich mal. Ihr braucht außerdem eine Packung Cocktailtomaten, ihr braucht eine Packung Feta, beziehungsweise eine halbe Packung Feta, ihr braucht Pfeffer, Salz, Olivenöl und Pfeffer, Salz, Olivenöl, genau. Ich habe noch Papa Joe's Grillgemüse Tofu Gewürz. Das ist aber, denke ich, eher optional. Und ihr braucht noch Knoblauch. Das in einer Menge, die für euch vertretbar ist. Ja, und ich sage, wir fangen mal an, indem wir erstmal anfangen, den Spargel entsprechend zuzubereiten. Den hackt ihr einfach in, also wenn ihr so ein 15 cm Stück habt, da sind die komischen Enden schon meistens weg. Dann nehmt ihr einfach wirklich nur noch den letzten Zentimeter weg und den Rest hackt ihr in ungefähr, ja, 2-3 Zentimeter große Stücke und werft die in eine große Auflaufform. So, nachdem wir jetzt den Spargel schon klein gehackt haben und in die Auflaufform geworfen haben, schälen und hacken wir 5-6 Knoblauchzehen, wobei auch das natürlich auf euren persönlichen Geschmack angepasst werden kann. Als nächstes nehmt ihr euch eure Packung Tomaten vor und ja, die wascht ihr, je nachdem wie ihr sie braucht. Tut sie in Viertel schneiden, so habe ich es zumindest gemacht. Wenn ihr eher große Stückchen wollt, dann nehmt ihr halt Hälften. Aber ich persönlich mag es immer lieber, wenn es so Viertel sind, weil dann kriegt man alles auf eine Gabel. Dann nehmt ihr jetzt noch eure halbe Packung Feta, schneidet auch die in etwas größere Stücke. Also ich habe jetzt ungefähr so einen Finger dick jeweils kleine Streifen geschnitten. Das könnt ihr aber auch machen in der Form und Art, wie ihr es wollt. Aber ich würde euch empfehlen, das nicht ganz so fein zu hacken, weil im fertigen Rezept das Ganze dann so ein bisschen knusprig, knusprig gebacken wird. Deswegen wollt ihr die Stücke nicht ganz so klein haben. So, nachdem ihr das jetzt alles gemacht habt, und alles in eurer Auflaufform ist, ruft ihr euch eure wundervolle Assistentin heran, damit die euch bei der Applikation der Gewürze hilft. So, zärtliche Assistentin, ich bräuchte dich mal kurz. Bitte einmal mit der Salz- und Pfefferhülle. Also ich habe vorhin gesagt, jeweils 5-mal drehen. Aber das kannst du machen. Ja, und dann übergießt ihr das Ganze noch mit einem, ich sag mal, großzügigen Spritzer Olivenöl und schiebt den ganzen Spaß dann für, wir haben es jetzt für ungefähr 20 Minuten, je nachdem wie euer Ofen ist, 22, 25 Minuten in der Heißluftfritteuse. Wir haben es bei 160 Grad gemacht und sind da auch ganz zufrieden mit der Knusprigkeit. Aber auch da, wie gesagt, jedes Gerät ist anders. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren.
Aber mehr als 25 Minuten würde ich persönlich auf keinen Fall geben. So, und während jetzt die Heißluftfritteuse eure Arbeit für euch macht, setzt ihr einfach ein paar Nudeln an, Nudeln eurer Wahl. Wir haben in unserem Fall Vollkornspaghetti genommen. Die kocht ihr ganz normal laut Packungsbeilage. Und dann mischt ihr einfach Nudeln und die fertige, ja, Spargelpfanne, möchte ich es mal nennen, zusammen und ihr seid fertig zur Verkostung. So, wundervolle Assistentin, nachdem Sie jetzt eine Probeverkostung gemacht haben, was ist Ihre Meinung zu unserem Experimentalkonzept? Ich bin sehr zufrieden. Würzigkeit okay, Knoblauchizität okay. Mhm. Auch die Ausgewogenheit von Salz und der Süße der Tomaten, das kommt alles sehr gut rüber. Mhm. Und die, also mir persönlich war der Feta etwas zu knusprig, aber du... Ich fand das eigentlich ziemlich okay. Ich mag knusprigen Käse. Okay. Und er ist auch nicht quietschig geworden. Er ist halt nur knusprig. Genau. Genau. Also, Prädikat machen wir wieder. Ja. Ausgezeichnet. In diesem Sinne, ich bedanke mich. Tschüss. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin und guten Appetit. Tschüss.